Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute Tag 6 der Arduino Basics Reihe und heute befassen wir uns mit dem Thema analoge Eingänge. Bei Ausgängen haben wir ja jetzt schon den Unterschied zwischen digital und analog kennengelernt. Heute befassen wir uns mal damit, so ein analoges Signal auszulesen. Das brauchen wir bei vielen Sensoren. Es gibt natürlich auch Sensoren, die direkt eine Library mitbringen und über Bussysteme arbeiten. Die kommunizieren dann wieder digital und nicht mehr analog. Das sind dann zum Beispiel Sensoren, die über eine I2C-Schnittstelle oder SPI-Schnittstelle angebunden werden. Aber wenn wir zum Beispiel einfach nur einen Helligkeitssensor oder einen normalen Wärmefühler haben, der einfach nur ein analoges Signal rausgibt, dann haben wir am Arduino auf jeden Fall die Möglichkeit, dieses auch auszuwerten. Ja, wie habe ich mir das vorzustellen? Wir bleiben mal einfach erst bei dem Beispiel von einem Lichtsensor. Sagen wir jetzt mal, wir haben einen sogenannten Fotoresistor. Das ist ein lichtsensitiver Widerstand. Ja, und um darüber das Lichtlevel zu messen, haben wir mit der Methode Analog Read die Möglichkeit, einen Messwert am entsprechenden Pin auszulesen. Bei Analog Write haben wir ja die Möglichkeit, einen Wert zwischen 0 und 255 auf den Pin zu setzen. Mit Analog Read bekommen wir einen Wert zurück und dieser liegt immer zwischen 0 und 1023. 0 ist quasi Low, also 0 ist der kleinstmögliche Wert, heißt der Pin liegt auf Ground, wir haben gar keine messbare Spannung mehr anliegen. Und 1023 heißt, wir haben den höchstmöglichen Spannungswert an diesem Pin anliegen. Dieser Höchstwert sollte in der Regel bei Arduinos so um die 5 Volt liegen. Bei ESPs zum Beispiel, die arbeiten immer mit einer Spannung von 3,3 Volt. Hier muss man ein bisschen bei den Sensoren zum Beispiel auch aufpassen. Manche arbeiten mit 3,3 Volt, andere arbeiten mit 5. Darauf möchte ich jetzt aber hier in diesem Video nicht weiter eingehen. Ich möchte euch in diesem Video einfach nur mal zeigen, wie kann man mit Analog Read ein solches analoges Signal auslesen, auswerten und was man damit zum Beispiel machen kann. So, dazu gucken wir jetzt als erstes nochmal in den Adventskalender. Heute sind wir bei Tag 6, den haben wir hier unten und da haben wir einen regelbaren Widerstand, einen sogenannten Poti, also ein Potentiometer. Das ist ein Widerstand, wo ich über dieses Drehrädchen hier vorne den Widerstandswert frei einstellen kann. Das heißt, wenn ich hier drehe, wird der Widerstandswert höher. Wenn ich in die andere Richtung drehe, wird der Widerstandswert geringer. Und wir haben noch ein Jumperwire dabei, diesmal in Gelb. Und wir nutzen jetzt in diesem Video dieses Potentiometer, um einen analogen Sensor zu simulieren. Denn wir können hiermit ja den Widerstandswert durch Drehen an dem Rädchen verändern. Und dadurch können wir auch den Pegel, der an dem entsprechenden Pin anliegt, rauf- oder runterschrauben. Und somit sollte sich ja der ausgelesene Wert an diesem Pin auch ändern. Das heißt, durch Drehen hier dran machen wir nichts anderes als bei einem Lichtsensor, wenn wir das Licht an- und ausschalten. Dadurch können wir hiermit ganz gut einen analogen Sensor simulieren. Ich würde sagen, dafür fangen wir jetzt mal an. Wir stecken das Ganze jetzt erstmal auf dem Steckbrett zusammen und gehen danach an den PC und schauen uns das Sketch dazu an. So, hier haben wir jetzt alle uns zur Verfügung stehenden Komponenten bisher, beziehungsweise alles, was wir brauchen. Zwei LEDs und den Rest vom Kabel habe ich erstmal beiseite gelegt. Hier habe ich mir jetzt von dem roten Kabel von gestern schon mal zwei Stücke abgeschnitten, die wir jetzt gleich brauchen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal das Poti. Das Poti hat, wie wir sehen, auf der einen Seite zwei Kontakte, auf der anderen Seite einen. Diese beiden Kontakte werden gleich einfach mit Plus und Minus, also mit 5 Volt und Ground verbunden. Und diese Seite ist dann unser Ausgang und diese Seite verbinden wir dann mit einem analogen Eingang. Wie wir an Tag 2, glaube ich, war es, der Arduino Basics Reihe gelernt haben, hat der Arduino Nano 8 dieser analogen Eingänge, also A0 bis A7. Und auch nur an diesen 8 haben wir die Möglichkeit, ein analoges Signal einzulesen. Alle anderen Pins können nur Digital Read ausführen. Dazu kommen wir aber in einem späteren Video noch. So, das heißt, wir nehmen jetzt diesen Poti und stecken ihn mal so rum auf das Steckbrett. So, das heißt, wir haben jetzt auf der Seite die beiden Anschlüsse und hier den einzelnen Anschluss. So, also der Pfeil zeigt quasi zu dem Eingang. Dann nehmen wir uns eine kurze Steckbrücke, suchen hier den 5-Volt-Anschluss
So, und legen jetzt hier den 5-Volt-Pin auf die äußere Leiste des Steckbretts. Somit sind jetzt hier alle Kontakte mit 5 Volt verbunden. Und dann verbinden wir einen Pin des Potis mit dieser 5-Volt-Leiste. So, jetzt haben wir an dem Pin des Potis schon mal 5 Volt anliegen. Diese Seite muss noch mit Ground verbunden werden. Dazu nehmen wir jetzt einfach das blaue Jumper-Wire, stecken das hier dran und an einen freien Ground. Die Seite ist letzten Endes egal, ich mache es jetzt nur der Übersichtlichkeit halber. Normalerweise hätte ich jetzt hier die Leiste als Ground genommen und hier eine Brücke gesetzt. Wie ihr das verbindet, ist letzten Endes egal. Ihr könnt euch auch nochmal den Schaltplan angucken. Ich verlinke alles wie immer in der Videobeschreibung. Also die Quelltexte und die Schaltpläne zu den jeweiligen Tagen findet ihr immer in der entsprechenden Videobeschreibung zu den Videos. So, jetzt haben wir einmal 5 Volt an dem linken Beinchen, Ground an dem rechten Beinchen des Potis und an dem Ausgangspin schließen wir jetzt nochmal das gelbe Jumperwire an und verbinden das mit dem A0. So, also 5 Volt, Ground und der Ausgang geht auf den A0. So, und jetzt nehmen wir die LED, das kurze Beinchen auf Ground, das lange Beinchen auf den D3. Und da wir jetzt kein Kabel mehr übrig haben, machen wir das nochmal wie am Anfang. Hier auf D3, hier auf Ground und stecken die einfach so quer, da wir nur eine LED benötigen. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. So, und ich blende hier jetzt auch nochmal den Schaltplan kurz ein, damit ihr das Ganze auch nochmal im Detail seht, für alle, die es im Video jetzt nicht genau erkennen konnten. So, und wie man eine LED dimmen kann mit Analog Write, das haben wir ja schon gelernt. Die LED ist deshalb auch wieder an dem D3-Pin angeschlossen. Das ist ja ein PWM-fähiger Pin, wie wir gestern gelernt haben. Für alle, die das Thema PWM gestern verpasst haben, ich verlinke nochmal die Playlist der Arduino Basics-Reihe mit allen Videos, die wir bisher hatten, oben in der Infobox. Ja, so viel auf jeden Fall zum technischen Aufbau und unser Plan wäre jetzt, durch Drehen an diesem regelbaren Widerstand diese LED eben heller oder dunkler einzustellen. Jedenfalls möchten wir hier jetzt mit Analog Read den eingestellten Wert des Potis auslesen und je nachdem wie hoch oder niedrig der eingelesene Wert ist, soll die LED eben heller oder dunkler leuchten. Das wäre so unser Ziel für heute und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal in die Arduino Software und gucken uns mal das Sketch dazu an. Hier sehen wir jetzt den Sketch von Tag 6. Oben im Kommentar können wir auch nochmal lesen. Heute lesen wir den eingestellten Wert eines veränderbaren Widerstandes aus und dimmen eine LED anhand der Poti-Einstellungen. Den neuen Befehl Analog Read habe ich hier auch nochmal verlinkt. Das heißt, alle, die gleich nicht mitkommen oder die noch etwas mehr im Detail darüber wissen wollen, können das Ganze hier auch nochmal nachlesen. So, aber ich würde sagen, wir gehen das Sketch jetzt einfach mal von oben nach unten durch. Als erstes werden wieder die beiden Pins, die wir benötigen, also einmal der D3 und einmal der A0, definiert, und zwar der D3 für die rote LED und der A0 für den Poti, genauso wie wir das gerade eben auch angeschlossen haben auf dem Breadboard. Hier seht ihr nochmal den Unterschied zwischen Digitalpins und Analogpins bei der Definition. Auf dem Board steht ja immer D3, das D bei den digitalen Pins können wir weglassen, bei den analogen Pins hingegen müssen wir das vorangestellte A immer mit angeben. Es gibt noch eine alternative Schreibweise, und zwar A0 ist der Pin 14, weil die Digitalpins sind ja von 1 bis 13 durchnummeriert. Das heißt, die Analogpins liegen in der Reihe einfach dahinter. Also A0 ist 14, A1 ist 15, A2 ist 16 und so weiter. Heißt, ich könnte da jetzt auch 14 hinschreiben. Ich finde, das liest sich so aber einfach besser. So ist auch, wenn ich nochmal drüber gucke, klar, damit ist A0 gemeint. Ich muss nicht überlegen, welches Board ist es, weil bei einem Mega stimmt die Nummerierung jetzt wieder nicht mehr, weil der Mega ja viel mehr Digitalpins hat. Und insofern bevorzuge ich es eigentlich genau so anzugeben. Also Digitalpins lasse ich das D einfach weg und bei den Analogpins schreibe ich halt A0. So, das war nur eine kleine Randbemerkung, machen wir also weiter. Das Programm startet wie immer mit der Setup-Methode. Hier starten wir zuerst die serielle Kommunikation. Danach setzen wir den Pin D3 als Ausgang und als letztes in der Setup wird der Poti-Pin als Eingang definiert. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir einen Pin als Input definieren, aber in dem Fall möchten wir ja jetzt etwas einlesen und nichts ausgeben. Und deshalb müssen wir den Poti-Pin jetzt hier mit Pin-Mode als Input definieren.
So, wenn der Setup durchlaufen wurde, startet wie immer automatisch die Loop-Methode. Heißt, hier geht es weiter und zwar mit Analog Read, unserem für heute neuen Befehl. Hier lesen wir also jetzt auf dem Potipin unsere anliegende Spannung aus und erhalten einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück. Diesen zurückgelieferten Wert merken wir uns in der Variable PotiValue. Dem einen oder anderen fällt jetzt vielleicht auf, dass ich die Variable PotiValue nicht wie bisher gewohnt oben im globalen Bereich deklariert habe, sondern in der Loop-Methode erst. Dazu hole ich nochmal kurz ein bisschen aus zum Thema Gültigkeitsbereich von Variablen. Die beiden Variablen rote LED-Pin und Poti-Pin sind in dem oberen Bereich außerhalb von irgendwelchen Methoden deklariert worden. Das heißt, die sind global gültig. Also auf diese Variable kann ich sowohl in der Setup-Methode als auch in der Loop-Methode zugreifen. Die gibt es einfach überall, die ist immer verfügbar. Die Variable PotiValue hingegen habe ich erst in der Loop-Methode deklariert, also ist die auch nur innerhalb der Loop-Methode, also nur in diesem Block, zugreifbar. Die Setup-Methode weiß in dem Fall gar nicht, dass es die Variable überhaupt gibt. Das hat aber auch speichermäßig den Vorteil. Bei der Loop-Methode ist es jetzt relativ, aber wenn ich jetzt noch weitere Untermethoden definieren würde, die nicht stetig aktiv sind wie die Loop-Methode, sondern die nur, wenn ich einen Knopf drücke, aufgerufen werden und ansonsten aber nicht durchlaufen werden, dann macht das durchaus Sinn, diese Variable nur innerhalb der Methode, wo ich sie auch brauche, zu deklarieren, weil sie belegen ansonsten, solange die Methode nicht gerade aktiv ist, auch keinen Speicher. Das war jetzt aber auch nur noch mal ein kleiner Exkurs zum Thema Variablen. Kommen wir wieder zurück zu unserem Sketch. Also, wir haben hier in der ersten Zeile jetzt unseren Wert zwischen 0 und 1023 mit Analog Read vom Poti-Pin ausgelesen und uns diesen in der Variable PotiValue gemerkt. Danach geben wir diesen gemessenen Wert auf dem seriellen Monitor aus. Wer das Thema Variablen bzw. serieller Monitor verpasst hat, ich verlinke nochmal die gesamte Playlist mit allen Arduino Basics Videos oben in der Infobox. Ja, jedenfalls, nachdem wir das Ganze jetzt auf dem seriellen Monitor ausgegeben haben, müssen wir jetzt den mit Analog Read ermittelten Wert umrechnen in einen gültigen Helligkeitswert. Weil wir wollen jetzt entsprechend der Einstellung von unserem Poti die LED-Helligkeit einstellen. Das machen wir mit einem PWM-Signal, was wir mit Analog Write hier unten auf den LED-Pin setzen. Auch das Thema Analog Write könnt ihr oben in der Playlist, wenn ihr es verpasst habt, nochmal euch genauer angucken. Jedenfalls, Analog Write unterstützt nur Werte zwischen 0 und 255. Hier erhalten wir aber einen Wert zwischen 0 und 1023. Also rechnen wir den oben ausgelesenen Wert einmal durch 4. Damit stellen wir sicher, dass wir uns im Bereich zwischen 0 und 255 befinden. Das ist dann also unsere LED-Helligkeit, die wir haben wollen. Und diesen Wert setzen wir jetzt als PWM-Signal auf den LED-Pin. Danach warten wir einen kurzen Moment, in dem Fall jetzt 500 Millisekunden. Und dann fangen wir wieder vorne in der Loop-Methode an, lesen den Poti-Wert neu aus, geben ihn auf dem seriellen Monitor aus, rechnen es um in die LED-Helligkeit, setzen die LED-Helligkeit, warten wieder und wieder von vorne. So, und ich würde sagen, damit sind wir mit dem Sketch durch und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an, wie das am Arduino dann aussehen würde. Dazu schließen wir als erstes den Arduino an unseren USB-Anschluss des PCs an. Jetzt sehen wir hier, da läuft noch das Sketch aus Tag 5. Also übertragen wir jetzt unser Sketch von Tag 6 auf den Arduino. Das Hochladen ist abgeschlossen und wir sehen, die LED ist erstmal aus. Also wenn ich jetzt das Poti ein bisschen raufdrehe, sehen wir, die LED wird heller und umso weiter ich drehe, umso heller wird die LED. Wenn ich jetzt wieder den Poti zurückdrehe, sehen wir, wird die LED auch wieder schwacher. Und wenn ich ganz unten oder relativ weit unten angekommen bin, geht die LED irgendwann auch einfach aus. Wenn ich jetzt schnell drehe, sehen wir, ist das Ganze nicht so flüssig. Das liegt aber einfach daran, dass wir immer 500 Millisekunden abwarten dazwischen, bis wir neu messen und wieder den Wert setzen. Wir können hier mal auf 50 Millisekunden runtergehen, das ganze Sketch noch einmal kurz neu hochladen. Und dann blende ich hier auch mal den seriellen Monitor mit ein. So, ja, und wenn wir jetzt hier an unserem Poti drehen, können wir sehen, der Wert verändert sich.
Jetzt sind wir auf Maximum mit 1023. Ja, und wenn ich das Ganze wieder runterregel, sehen wir, wird die LED auch jetzt viel flüssiger als vorher, heller oder dunkler. Also mit dem Delay bestimme ich einfach nur die Aktualisierungsgeschwindigkeit. Wie flüssig soll das Ganze funktionieren? In dem Standardbeispiel lasse ich es allerdings auf den 500 Millisekunden, wenn ihr das runterladet. Aber damit ihr es mal gesehen habt, nur falls ihr euch gerade über das intervallweise heller oder dunkler werdende LED gewundert habt, wollte ich das noch eben kurz erwähnt haben. Ja, das war's von Tag 6 meiner Arduino Basics Reihe. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ansonsten stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über jeden Daumen hoch. Ansonsten abonniert gerne meinen Kanal. Klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen an Tag 7 wiedersehen, wenn wir über das Thema If-Then-Else-Bedingungen reden. Und ich verabschiede mich und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!